Dateiverwaltung unter LibreOffice. Dieses Video zeigt, wie die Dateiverwaltung unter LibreOffice vorgenommen werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Das Wort Dateiverwaltung besteht aus Datei und Verwaltung. Was heißt jetzt genau Datei? Für den Benutzer ist eine Datei im Computer meist ein Dokument, ein Foto, ein Video oder Musikstück. Diese Dateien werden in Programmen, wie zum Beispiel im Textprogrammreiter, erzeugt. Hat man eine Datei fertig bearbeitet, sollte sie im Computer bzw. auf der Festplatte gespeichert werden. Was heißt jetzt genau Verwaltung? Die Verwaltung der Dateien ist ähnlich wie in einem Büro. Da gibt es meist einen Schrank, in dem Ordner stehen, in denen Dokumente enthalten sind. Damit wir unsere Dokumente wiederfinden, beschriften wir die Ordner. Das Prinzip auf dem PC ist ähnlich. Zu den meisten PCs gehört mindestens eine Festplatte. Die Festplatte ist ein Datenträger. Auf ihr werden Daten, wie zum Beispiel Dateien, in Ordner gespeichert. Prinzipiell auf der Festplatte enthaltene Daten, Betriebssystem, Programme, eigene Dateien und sonstiges. Wir befassen uns hiermit eigene Dateien. Im Laufe der Zeit sammeln sich viele Dateien an. Um die Übersicht zu behalten, benutzt man eine Ordnerstruktur. Die am PC angemeldete Person wird auch als Benutzer oder User bezeichnet. Für jedes Benutzerkonto gibt es eine persönliche Ordnerstruktur. Die Ordnerstruktur ist zum Teil schon automatisch angelegt. Erreichen kann man diese Ordnerstruktur beim Öffnen oder Speichern von Dateien oder über den Windows Explorer. Die bereits für Benutzer angelegte Ordnerstruktur besteht mindestens aus den Ordnern Bilder, Dokumente, Musik, Videos. Hier kann der Benutzer nach Belieben eigene Unterordner anlegen. Dateiverwaltung heißt also, Ordnerstrukturen so anzulegen, dass alle Dateien und Dokumente möglichst leicht wieder gefunden werden. Im Folgenden zeigen wir, wie neue Ordner unter Dokumente angelegt werden. Wir öffnen im Windows Explorer den Ordner Dokumente. Über Neue Ordner legen wir einen neuen Ordner an. Wir geben einen Namen für den neuen Ordner ein. Wir betätigen die Taste Return. Der neue Ordner Briefe ist nun angelegt. Unterhalb des Ordners Briefe legen wir zwei weitere Ordner an. Den Ordner Briefe markieren. Über Neue Ordner legen wir einen neuen Ordner an. Wir geben einen Namen für den neuen Ordner ein. Wir betätigen die Taste Return. Den Ordner Briefe markieren. Über Neue Ordner legen wir einen neuen Ordner an. Wir geben einen Namen für den neuen Ordner ein. Wir betätigen die Taste Return. Die Namen der zwei Unterordner ändern wir ab. Wir markieren den Ordner Briefe aus und klicken mit der rechten Maustaste darauf und wählen Umbenennen aus. Wir setzen den Cursor hinter aus und ergänzen mit gehend und betätigen Return. Wir markieren den Ordner Briefe ein und klicken mit der rechten Maustaste darauf und wählen Umbenennen aus. Wir setzen den Cursor hinter ein und ergänzen mit gehend und betätigen Return. Der Ordner Briefe hat jetzt die beiden Unterordner ausgehende und eingehende Briefe. Die Unterordner sind noch leer. Wie Dateien erzeugt werden, ist nicht Teil dieses Videos. Es wurden 10 Dateien in den Ordner Briefe ausgehend gefüllt. Wir zeigen nun, wie Dateien markiert und kopiert werden können. Wir klicken mit der linken Maustaste auf die oberste Datei. Wir halten die Umschalttaste fest und klicken auf die dritte Datei von oben. Mit gehaltener Steuerungstaste können wir weitere Dateien markieren. Durch Klicken in die weiße Fläche werden die Markierungen wieder aufgehoben.
Mit gehaltener Steuerungstaste werden die Briefe, die eingehend sind, markiert. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf die letzte markierte Datei und klicken auf Ausschneiden. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf den Ordner, Briefe eingehend, und klicken auf Einfügen. Wir haben nun die eingehenden Briefe, mit Ausschneiden und Einfügen, in den richtigen Ordner positioniert. Wir wollen nun eine Datei kopieren. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Datei. In dem darauf erscheinenden Menü, klicken wir auf Kopieren. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf den Ordner, Briefe ausgehend, und wählen Einfügen aus. Die Datei, Briefe 03 eingehend, befindet sich jetzt in den Ordnern, Briefe eingehend, und Briefe ausgehend. Wir wollen nun diese Datei löschen. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf die Datei und wählen Löschen aus. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter